Guten Morgen, guten Mittag, ja, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, was auch immer. Ja, heute sehe ich mal etwas bekloppt aus, ich weiß. Ich bin gerade eben aus der Dusche gestiegen, wir haben gerade 9:30 morgens. Ich sehe total abgenudelt aus. Ja, es liegt vermutlich daran, dass ich nur 5 Stunden schlafen konnte. Weil meine beste Freundin ist ja momentan bei mir, die übernachtet bei mir die ganze Woche. Und ja, sie muss halt immer aufstehen, außer an einem Tag, da hatte sie frei, da konnten wir ausschlafen. Aber ansonsten übernachtet sie hier und ich stehe dann halt immer mit ihr auf, dass sie nicht alleine ist. Insofern lege ich mich dann immer nochmal so gegen 10. 10:30 noch mal für eine Stunde hin. Das reicht mir dann aber auch vollkommen. Sie holt mich dann immer abends an der Arbeit ab. Ja, ist halt mal wieder schön, was mit ihr zu unternehmen, dass sie wirklich meine allerbeste Freundin ist. Ohne sie wüsste ich überhaupt gar nicht, wo ich wäre und was ich wäre und wer ich wäre. Weil es ist wirklich, sie zeigt mir wirklich, was wichtig im Leben ist, und sie sagt mir auch, wenn ihr irgendwas nicht gefällt oder so, sagt sie mir wirklich ihre klare Meinung. Natürlich gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten, das ist total normal. So sieht das momentan bei mir aus in meiner momentanigen Situation. Nee, ich weiß nicht, kennt ihr auch das Problem? Ihr werdet morgens wach. Das ist so, ihr habt 5 Stunden geschlafen oder so und auf einmal, irgendwie von jetzt auf gleich, fühlt ihr euch so total kaputt, als wärt ihr krank oder so. Weil das hab ich, wenn ich zu wenig Schlaf hab, hab ich Kopfschmerzen. Und ich bin schon dabei, dagegen was zu machen, schon viel zu trinken, aber irgendwie, naja. Gestern wurde ich mal zur Heimwerkerin, weil. Hier haben wir ja für unseren PC haben wir ja so hier, wartet mal, ich zeige euch das mal. Haben wir hier so ein Schränkchen. Ja, da seht ihr euch mal. Hallo! Wunderschön. Ja, auf jeden Fall war das Teil hier vorne, das war rausgebrochen. Und das wollte ich halt reparieren. Da hatte sich die Schraube verabschiedet. Da habe ich hier gestern Abend noch dran rumgewerkt, aber da hatte ich gesehen, dass es schief war und habe es jetzt gerade eben nochmal wieder richtig gerichtet. Jetzt ist es aber wieder richtig drin. Insofern, Frau wird selbstständig, Frau wird Heimwerkerin. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Dafür, nee, nee. Wir wollen mal nicht übertreiben. Dafür reicht es dann doch nicht. Nee, meine Lieben, ihr fragt euch jetzt sicher, was hat sie wieder für uns? Weil ich mich ja mal wieder nicht so lange bei euch gemeldet habe. Was mir auch sehr, sehr, sehr leid tut. Also, ich wollte mich wirklich bei euch melden, aber wenn meine beste Freundin hier ist, komme ich halt nicht dazu, weil wir dann über sämtliches quasseln und ja. Ich meine, ich kann mal gucken, ob ich sie morgen eventuell mit vor die Cam kriege. Dann können wir mal diesen Freundschaftstag machen. Muss ich mal schauen. Je nachdem, wie ihre Laune ist und ob sie Lust darauf hat. Ja. Ich war bei DM gewesen. Ich hatte mir dann mal dieses Duschgel Zuckerschnute von Malea mitgenommen. Und als ich mir das gekauft habe, ist mir aufgefallen, dass es davon noch eine Bodylotion gibt und ein Deo. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was ich mir natürlich alles gekauft habe. Natürlich hat die Kati das Duschgel, die Bodylotion und das Deo gekauft. Und dann habe ich noch etwas gekauft, was Limited Edition ist. Das lasse ich euch gleich aber auch noch wissen, was das ist. Und endlich ist das neue Essence-Sortiment bei uns da. Yeah! Aber natürlich gibt's den anderen Lipgloss nicht, der die Farbe auf Lippen verändert. Es gibt nur den Turn to Lucky.
Das regt mich so auf. Ich will nicht den Turn to Lucky haben, ich will den anderen haben. Warum gibt's nicht den anderen? Das regt mich auf. Ich wollte mir gestern eigentlich auch diese Mascara mit dem Doppelabstreifer kaufen, aber hab's mir dann doch anders überlegt, weil das ist ja Standardsortiment. Insofern kann ich mir das immer kaufen. Muss ich mal schauen. Ja, das P2-Sortiment, das neue, spricht mich nach wie vor nicht an. Überzeugt mich überhaupt gar nicht. Meiner Meinung nach hätten die das überhaupt gar nicht umstellen brauchen. Aber naja. Ich weiß nicht, bei welcher LE das bei sein soll von Essence, wo dieser Schmuckkäfig bei sein soll. Weil bei uns gibt's keinen Schmuckkäfig. Das finde ich so deprimierend. Da fehlen mir die Worte. Ja, fangen wir an. Also, ich habe ja von Malia das Duschgel-Zuckerschnote. Nicht anfixen. Es riecht richtig lecker nach Zitrone. Und wie die Knuffi 2008 heißt du, glaube ich, gesagt hat, riecht es nach Käsekuchen. Es riecht nach Zitronenkäsekuchen. Und ich freue mich schon mal drauf, damit zu duschen. Weil erstmal was Neues. Zumal ich ja von diesem Balea Duschschaum da, dieser Erdbeertraum, nicht so begeistert war. Aber naja, die Flasche hat mich. Wie teuer war die nochmal? 85 Cent hat mich die Flasche gekostet, das Duschgel. Die Bodylotion ist natürlich größer. Ich finde das Design aber auch so putzig. Das ist mal was Neues. Und da steht hier auch drauf, Balea Young duschen. Dein duftendes Duscherlebnis der besonderen Art. Für ein erfrischendes und gepflegtes Hautgefühl. Zuckerschnute. Lass dich verführen. Genieße die köstliche Frische dieser unwiderstehlichen Duftkomposition aus Zitrone, Creme und Vanille. Die milde Rezeptur reinigt sanft deine Haut, pflegt sie fühlbar zart. Spürst du die verwöhnende Feuchtigkeit? Na los, einfach schwach werden. Okay. Ich merke das definitiv. Ich muss mich gleich nochmal eine Stunde hinlegen. Oh nee, ey. Jetzt habe ich auch noch so ein Piepen im Ohr. Scheiße. Ja, kennt ihr das, dass ihr hin und wieder so ein Piepen im Ohr kriegt? Oh, ich habe aber keinen Tinnitus. Auf jeden Fall das Duschgel. Da sind 250 Milliliter drin. Dann habe ich mir die Bodylotion geholt. Die ist natürlich größer und schwerer. Da sind 400 Milliliter drin. 400 Milliliter. Und ich finde, den Unterschied sieht man sofort. Ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Und ja, die Bodylotion riecht genauso gut. Das ist dasselbe wie bei der Wassermelone Bodylotion. Und die Flasche kostet 1,45. Und dann habe ich mir noch dazu das passende Deo gekauft. Weil die Knuffi hatte auch gefragt, ob es da nicht noch eine Bodylotion von gibt. Ja, Knuffi, es gibt eine Bodylotion. Das heißt, du kannst dir diese auch noch zulegen. Du wirst dir sowieso, so wie ich dich einschätze, vier Backups oder so holen. Hast du ja von dem Duschgel auch schon gemacht. Insofern kannst du dich freuen und kannst dich damit zudecken. Ja. Das riecht richtig lecker, das Deo. Ich kann das nicht beschreiben. Auf jeden Fall nach Zitrone, aber auch richtig lecker. Da müsst ihr mal einfach selber dran riechen. Nur irgendwie ist mir das aufgefallen, ist die Flasche irgendwie ein bisschen dunkler als die Bodylotion und so. Da ist die Flasche so ein Altrosa. Papa!
Ich muss gleich noch mal heimwerken. Scheiße. Naja. Ja, auf jeden Fall lohnt es sich halt. Das Deo kostet 95 Cent. Ich bin so im Großen und Ganzen bin ich von den Produkten jetzt schon begeistert. Werde sie natürlich aber noch testen. Lasst euch dann wissen, was da für Ergebnisse bei rausgekommen sind. Ja, heute habe ich einen Turban auf dem Kopf, habt ihr ja schon bemerkt. Und ich habe bei DM noch eine Limited Edition entdeckt. Und zwar von Malea Wohlfühlmaske. Pflegt die Haut intensiv mit fruchtigem Himbeerduft reichhaltig. Und das ist so eine Maske. Seht ihr, da steht Limited Edition drauf. Ist mir mal gestern ins Auge gesprungen, wo ich mir die beiden Produkte, das Deo und so weiter gekauft habe. Ja. Entschuldigung, wenn es ein bisschen laut ist. Ich habe den Fernseher nebenbei an. Ja. Ja. Ich wollte euch noch auf meinen Contest hinweisen. Diesen Sonntag ist der ist Contestende. Es wäre schön, wenn sich noch Leute finden würden, die mal eine Videoantwort machen könnten. Die mal irgendwie ein Make-up zu dem Contest machen könnten. Oder ein Video, wo die Fotos einbauen. Aber, naja, ich meine, bis jetzt haben sich 3 Leute dafür gemeldet. Die eine möchte sogar ein Autogramm dabei haben. Kann ich gerne machen, habe ich kein Problem mit. Gehe ich zu DM, druck für dich ein Foto aus und unterschreib da drauf, habe ich kein Problem mit. Insofern könnt ihr mich ruhig, wenn ihr unbedingt ein Autogramm haben wollt, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, könnt ihr mich ruhig fragen. Ja. Naja. Ich grüße die Lea 8225, die Victoria's Secret, Frau Knecht, die X-Minky, die Pinky My Glitter World heißt du, glaube ich. Wen grüße ich denn noch? Die Beauty and More grüße ich auch. Und Julia grüße ich und Nessie. Und ja, das waren so großartig die Leute, die ich noch grüßen wollte. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Ich würde mich natürlich super gerne freuen, wenn sich noch welche für den Contest finden würden, die mitmachen wollen. Ihr müsst ja kein Video machen, ihr könnt mir auch einfach einen Kommentar machen. Wichtig ist halt nur, dass ihr mir halt die Fragen beantwortet. Wie seid ihr auf meinen Kanal gestoßen? Welches ist euer Lieblingsvideo? Was findet ihr so toll an meinen Videos? Habt ihr eventuell Verbesserungsvorschläge? Was würdet ihr euch von mir wünschen? All sowas. Und ich würde dann einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!